Also in Wuppertal kommt man super mit dem Fahrrad voran. Nur eben, wenn man größere Last transportieren möchte, geht das mit dem normalen Fahrrad in der Regel nicht so gut. So ein Lastenrad ist in der Anschaffung recht teuer. Es bietet sich nicht an, so ein großes Rad immer und überall zu fahren. Man hat ja auch nicht immer Last unbedingt dabei. Daher bietet sich das eben an, so ein Rad gemeinsam zu kaufen und auch gemeinsam zu nutzen. In Wuppertal würden wir auch versuchen, solche Lastenräder, also dieses Typs, anzuschaffen, allerdings mit E-Unterstützung. Jeder kann es sich ausleihen, man muss nicht Mitglied in einem Verein werden, man muss sich nur registrieren und dann kann man bis zu 3 Tage dieses Rad kostenlos leihen. Ein typischer Anwendungsfall ist zum Beispiel der Wocheneinkauf, das Getränke kaufen, Getränkekiste kaufen. Das kann der Umzug sein, der mit dem Lastenrad gemacht wird, peu à peu. Aber es kann auch einfach mal sein, dass man etwas kauft, was eben größer ist und normalerweise nicht aufs Fahrrad passen würde. Das kann man eben mit diesem Rad sehr gut machen. Wir wollen zum einen Spenden von Wuppertaler Bürgern und auch Firmen sind herzlich eingeladen, uns zu unterstützen. Ja, so ein Lastenrad kostet relativ viel Geld und schwebt eine Finanzierung vor, sowohl durch Spenden als auch durch Crowdfunding. Wo wir dann eben Geld für dieses Lastenrad sammeln werden. Ein kostenloses Lastenrad für Wuppertal, für jedermann, das wäre eine wirklich tolle Sache und ich würde mich freuen, wenn ihr euch an unserem Projekt beteiligt und uns helft, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen.